Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 4 hier beim Oststeg, wo wir hingehen sollen, wo es weitergeht, übers Meer hoffentlich. Ich bin mal nochmal in den Laden zurückgegangen in der Burg Fabul und hab uns, wo sind sie? Ihr wisst es wahrscheinlich schon genau, ein paar Zelte noch neu gekauft. Da hat uns der freche Hase tatsächlich ja das letzte Mal alle 12 Zelte weggenommen, die ich ihm freiwillig geben wollte. Aber ich dachte, er nimmt sich nur eins, da hat er sich alle Zelte genommen. Stellt euch mal vor, man hätte jetzt 30 Zelte gehabt und hätte alle 30 gehabt. Das ist schon etwas doof. 300 Gil haben wir dafür bekommen, aber ich habe jetzt mal 10 Zelte neu gekauft. So, jetzt geht's hier weiter. Gucken, was uns jetzt hier erwartet. Geh mal dahin. Hallo? So. Pass auf dich auf und mach mich stolz. Das werde ich. Passt ihr auch auf euch auf, Cecil. Danke. Du kümmerst dich um alles, während ich weg bin. Mach dir mal keine Sorgen. Pass gut auf dich auf, hörst du? Nimm das hier mit. Fertigkeit Konter halten. Oh, das ist gut. Kontern ist immer gut. Ihr seid also Lord Cecil? Ich habe viel von euch gehört. Entspannt euch in eurer Kajüte. Wir erreichen Baron, ehe ihr es euch verseht. Also dann, wir stechen in See. Ankerlichten, Männer! Aye, aye, Captain! Ich steuere nicht, das steuert gerade von alleine. Bin ich ja mal gespannt, ob hier auf der See irgendwas passiert. Oder wir wirklich jetzt einfach nur dahin tuckern. Kann die Karte anmachen nebenbei? Nö. Cecil, was gedenken wir zu tun, wenn wir Baron erreichen? Zuerst müssen wir den Schiffsbauer Sid finden. Er kann uns helfen. Aber Baron ist jetzt fest in Feindeshand. Hoffen wir, dass dieser Sid wohl auf ist. Ach, Sid. Dem geht's bestimmt gut. Okay, Edward findet es nicht. Ist dir kalt? Du zitterst. Mir geht es gut. Ach, Edward schon wieder, ey. Edward. Oh oh. Was ist? Oh oh. Was kommt jetzt für ein Meeresmonster? Unmöglich! Die Geschichten sind wahr. Das ist er. Der Herr der Meere. Leviathan. Oh cool. Leviathan. Young! Edward! Yeah, Leviathan! Geht ab jetzt hier. Kämpfen wir noch gegen den oder nicht? Oh, schade. Oh. Wo bin ich? Rydia? Edward? Young? Ich bin alleine. Oh, wieder allein. Oh, wie traurig. Armer Sessel. Aber wir kommen hier wohin? Nach Mysidia. Du bist doch der Teufel aus Baron. Ich habe genau das Richtige für dich. Frosch. Oh, wie gemein. Ey. Das geschieht dir recht. Ey. Ich hab da aber was dagegen, du Blödi. Von wegen. Lass mich hier nicht von euch vergackeiern. Ich spreche die nicht mehr an jetzt. Die verwandeln mich doch nur alle. Das hier? Ist da auch was? Hä, was ist denn hier in Mysidia los? Warum müssen Menschen einander wehtun? Wo liegt da der Sinn?
Der Teufelsweg wird so wegen seiner intersphärischen Verknüpfung genannt. Schon wenige Schritte auf diesem unheiligen Weg zehren immens an den Kräften. Es ist kein Spaziergang, daher der Name Teufelsweg. Aha. Oh, darf ich mit denen an? Ich versuch's mal. Hier ist der Eingang zum Teufelsweg, der nach Baron führt. Er ist versiegelt, damit sich eine solche Tragödie kein zweites Mal wiederholt. Okay. Dann diese lustige Musik hier. Ein Brunnen. Komm ich hier weiter? Nein. Okay. Gut, ich traue mich wieder, den anderen Magier noch anzusprechen. Es gibt nichts, was ich dir zu sagen hätte. Oh, hier kann man aber Sachen kaufen. Unsere Rüstung würden einen schändlichen Dunkelritter niemals schützen. Okay, die haben was gegen Dunkelritter. Hereinspaziert. Cool. Für wen? Aber für wen? Ich habe nicht so viel Geld gerade leider. Das ist ein bisschen schade. Ist das jetzt alles hier für Dunkelritter? Ach, der soll wahrscheinlich sich ändern, vielleicht zu einem Lichtritter dann so. Keine Ahnung. Vielleicht mögen ihn die anderen lieber oder weiß ich auch nicht. Aber ich brauche auf jeden Fall ein bisschen mehr Kohle für. Also das wird nichts. Können wir nochmal... Den Spitzhut? Nee, den auch nicht. Selbst das günstigste kann ich mir gerade nicht leisten. Das ist ja dumm. Vielleicht kann ich auch ein bisschen was verkaufen. Aber ich habe ja auch gerade erst ein paar coole Sachen gekauft. Und schon gibt es wieder was. Hier die Routen, die sind... Warum wird mir dann hier er angezeigt? Rydia müsste doch eigentlich hier. Die hat eine Frostroute. Könnte aber auch eine Feuerroute kriegen. Ich finde sie aber mit Eis eigentlich ganz cool. Heilt das Zielobjekt. Soll sie uns dann mit dem Stock schlagen oder was, damit sie uns dann heilt? Oder kann sie dann besonders so Vigra oder, keine Ahnung, Regina oder so? Kraftbogen. Heilige Pfeile. Davon hätte ich auch eigentlich gerne noch mehr. Hm, ich brauche Kohle. Ich merke das schon. Wir müssen uns den Laden hier merken. Ist hier noch was? Also links sind coole Sachen hier. Und du kannst mich mal... Gibt es auch einen ganz normalen Innenladen? Oh, Schenke, wer ist das? Hey, da, seht mir beim Tanzen zu. Das gefällt Cecil bestimmt. Gib ihm mal ein bisschen Trinkgeld. Ich werde müde. Du musst noch viel lernen. Wir sind ein Schwein geworden. Wir sind wirklich ein Schwein geworden. Was zur Hölle? Aber es gibt ja hier auch nicht nur Frosch, es gibt ja hier irgendwie auch Schwein. Aber ich habe doch nichts gegen... Ich hab doch nichts gegen Schweine, oder? Aha. Ether haben wir sogar auch mal 4. Weiß ich gar nicht. Und 3 Heilportionen. Hab ich irgendwie was, was... Das hebt ja nur die Froschverwandlung auf. Können wir das hier benutzen? Nein. Oh Mann. Hier, kann ich... Die anderen sind nicht dabei, deswegen wurde mir das auch nicht angezeigt. Na klar, im Laden. Kannst du das mal ändern? Das geschieht dir recht. Oh nein, wo ist sie denn, die Olle? Ja, aber wenn die mich jetzt wieder betanzt, das... Ich bin ja schon ein Schwein. Tanzt jetzt fürs Schwein? Kann das leider nicht überspringen. Dachte, ich gehe mal wieder zu ihr. Vielleicht kann er sie angrunzen. Er ist jetzt alleine. Rydia ist ja gar nicht da. Und die kann ja eigentlich solche Zustandsveränderungen oder was Rosa aufheben. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ja, du blöde Kuh. Du bist schon ein Schwein geworden. Vielleicht werden wir jetzt zurückverwandelt. Nein. Wir sind immer noch ein Schwein. Vielleicht können wir zur Oma. Ich kann dir uns ja helfen, Ussi. Oma? Hier, du vielleicht. Wow! Hilfe, der Dunkelritter aus Baron. Okay, die laufen alle weg vor uns. Aber wir sind gerade ein Schwein. Wir sind doch gar kein Dunkelritter. Gibt nichts, was ich dir zu sagen hätte. Hallo? Keiner da, der uns helfen kann. Ja, bla bla. Was mit dir?
Warum müssen Menschen einander wehtun? Ja. Und vielleicht mal nach hier hingehen. Du bist sehr dreist, dich erneut heranzutrauen. Okay, bin ich eben dreist. Ich möchte Hilfe. Ich möchte zurückverwandelt werden von einem Schwein. Weißt du überhaupt, wie viel Leid ihr über uns gebracht habt? Ein Dunkelritter aus Lord Wai. Haus der Gebete. Unser Ältester vermag euch zu vergeben. Ich wünschte, ich könnte das Gleiche von mir sagen. Okay, da ist er wieder normal. Du bist der Dunkelritter von damals. Was führt dich zurück nach Mysidia? Mein Name ist Cecil. Bis vor kurzer Zeit befehligte ich die Rotschwingen von Baron. Damals handelte ich auf Befehl des Königs und ich hatte nicht den Mut, mich gegen seine Befehle aufzulehnen. Dann bist du hier, um dich zu entschuldigen? Worte heilen keine Wunden und schon gar nicht erwecken sie die Gefallenen wieder zum Leben. Aber ich kann einen Lichtschimmer in dir sehen, über den du damals nicht verfügtest. Ich will dir zuhören. Ich strebe danach, einen Mann namens Golbis aufzuhalten, der die Macht in Baron an sich gerissen hat. Wir waren auf dem Weg nach Baron, um meine Gefährtin zu befreien. Jedoch wurden wir von Leviathan angegriffen. Was aus meinen Gefährten wurde, weiß ich nicht. Auch das gehört sicherlich zu der Prüfung, die dir auferlegt wurde. Doch solange du dich auf das Dunkelschwert stützt, wirst du nicht gegen das wahre Böse bestehen. Denn du selbst wirst vom Bösen Stück für Stück vereinnahmt, bis es dich eines Tages vollends in seinen Bann gezogen hat. Wenn du diesem Feind, von dem du sprichst, mit strahlendem Herzen gegenübertreten willst, begib dich zum Berg der Tortur um Osten. Dein Schicksal erwartet dich dort. Aber meine Gefährtin ist in Gefahr. Diese Gefährtin bedeutet dir sehr viel, nicht wahr? Aber lasse dich nicht von der Furcht zur Eile treiben. Auf deinen Schultern lastet ein Schicksal größer, als du es ahnst. Zunächst musst du den Berg der Tortur besteigen und dein dunkles Schwert gegen ein geheiligtes tauschen. Sollte dich das heilige Licht für würdig befinden, wirst du zum Paladin, ein Ritter des Lichts. Doch rechne nicht mit einem leichten Unterfangen. Viele bestiegen den Berg in der Hoffnung auf Erleuchtung, doch keiner kehrte je zurück. Wirst du dich dieser Aufgabe stellen, an der andere gescheitert sind? Das werde ich. Sehr gut, aber allein und nur mit deinem Dunkelschwert könntest du der Aufgabe nicht gewachsen sein. Ich will dir zwei Magier zur Seite stellen. Palum, Porum. Ihr wünscht, Meister? Wo ist Palum? Oh, nichts als Ärger mit meinem Bruder. Du bist dieser elende Dunkelritter von damals? Ich helfe dir nur, weil es der Älteste so wünscht. Schätze dich glücklich. Das sind die beiden Magier? Ja, die Zwillinge Palum und Porum. Sie sind beide noch jung und Adepten, aber ich bürge für ihr Talent. Was der Meister eigentlich sagen will, ich bin das größte Wunderkind von Mysidia. Du kannst von Glück reden, dass ich dich begleite. Palum, für euch ist diese Reise genauso eine Prüfung wie für ihn. Dein Name ist Cecil, nicht wahr? Sehr erfreut, deine Bekanntschaft zu machen. Porum, Weißmagierin. Palum? Ja, sehr erfreut. Palum, Schwarzmagier. Der Schwarzmagier Palum und die Weißmagierin Porum haben sich angeschlossen. Okay, mit Palum und Porum werde ich durcheinander kommen. Geh jetzt, die Prüfung erwartet dich. Palum, Porum, enttäuscht mich nicht. Und ich bin wieder ein Schwein. Du sollst geprüft werden, ob du des Lichts würdig bist oder nicht. Ich bin ein Schwein. Können die das vielleicht mal ändern? Okay, die können Feuer, Eis, Blitz, Schlaf, Gift. Das ist... war... Palum und Porum? Mach Analyse, Vita, Sicht. Okay. Ich will meinen Zustand verändern. Ein Paladin ist ein Ritter des Lichts. Das genaue Gegenteil des Dunkelritters. Da bin ich ja mal gespannt. Das Kompendium der Schwarzmagie. Hat er jetzt hier gefunden, aber kann es nicht lesen. Feuer, Erde, Wasser, Wind, die vier Primärelemente. V wie Vita. Okay. Geh mal hier zur Seite, ich will mal gucken, was da noch ist. Okay, ich bin und bleib ein Schwein. Oh, Palum und Porum, der Berg der Tortur liegt im Osten. Vielleicht verwandeln die uns jetzt ja zurück, weil die zwei da bei uns mit sind. Viele haben sich auf dem Berg dann niemals zurückgekehrt. Ja. Hallo? Wow, du, ein Paladin? Ist das dein Ernst? Ja.
Kann uns mal hier irgendeiner helfen? Glaubst du wirklich, ein Paladin werden zu können? Dass ich nicht lache. Manu. Dann gucke ich jetzt mal, was hier noch ist. Palom, Porum, ihr dürft diesem Mann keine Sekunde trauen. Wie gemein die alle sind. Du und ein Paladin, du machst wohl Witze. Ich und die halbe Welt wären bereits Paladine, wenn jemand wie du es schaffen könnte. Das schaffen wir. Bitte lasst mich in Ruhe. Was? Ihr wollt den Berg der Tortur besteigen? Ja, und das kleine Mädel lassen wir da schön links liegen diesmal. Ja, Berge. Wenn ich das Geld habe, mache ich es, weil vielleicht heile ich mich ja dadurch. Also bin dann kein doofes Schwein mehr. Yeah, ich bin kein Schwein mehr. Also dann brechen wir auf. Wie, du, ich. Ach so, ja, Palom und Porum sind jetzt bei uns. Stimmt. Ah, Obsidian. Crema. Lass mich raten, hier gibt es auch was gegen... Oh, Hütte. Wir brauchen Kohle, ich sehe das schon. Und wir haben auch nur 3 Noten, aber es geht ja noch. Wirkt Analyse brauchen wir gar nicht. Können wir jetzt selber zaubern. Aber High Potions gibt es ja auch und das finde ich auch gut. Können aber leider nur einige holen. Versteinerung, Sturm, Vergiftung. Eine Hütte ist natürlich super. LP, MP, Das ist immer gut, vor allem wenn man in einem Kampf gerade ist. Also wir müssen das hier auf jeden Fall merken. Ganz rechts und ganz links. Ja. Und dann geht das los. Ich speichere mal. Damit wir das hier nicht alles nochmal machen müssen. So. Palom und Porum sind jetzt an unserer Seite. Und dann, gehen wir mal weiter nach Osten. Kämpfen wir mit den beiden doch mal. Was ist das für ein Flugvieh? Zauberduo. Wir greifen an. Die sind jetzt voll synchron, die beiden, anscheinend. Ja, greif mal weiter. Okay. Sessel ist zu stark. Palums Stufe angestiegen. Ja, die müssen auf jeden Fall... Schwein. Okay. Hast du auch was gelernt? Engel. Schön. Das ging ja fix. So. Müssen wir hier ordentlich kämpfen, oder was? Für mich ein bisschen alleine ohne die anderen, muss ich gestehen. Ja, greifen wir einfach rein. Können weinen, die Kinder. Und blöffen. Das ist ja lustig. Also im normalen Angriff sind die wahrscheinlich überhaupt nicht stark, aber im Zaubern vielleicht eher. Hier der Porum. War das Porum? Der konnte doch auch, Bluff mal. Der kann weinen. Der konnte doch auch Blitz und so. Der eine. Paloms Stufe angestiegen. Eisra. Yeah. Krotes. Cool. Die sind ja voll stark. Oder kommt irgendein Wald? Mach dich mal stark. Und Reismagie. Heil mal. Und bluff mal. Sehr schön. Ey! Da ist Porum einfach mal gestorben. Ja, die sind noch nicht so stark. Auf die muss ich noch ein bisschen aufpassen, glaube ich. Schaffen die hier noch nicht so gut. Greif mal an. Der ist schon mal weg. Das ist gut. Kannst du das... Nee, du kannst nur Schwarzmagie machen. Dann beleg den mal so wieder. So. So. Damit beide jetzt mal... Erfahrungspunkte kriegen. Genau. Palums Stufe an. Das geht ja jetzt hier also wirklich. Weil nach jedem Kampf ja fast. Feuerer gelernt und Vitra auch. Die sind super, die beiden. Ich sag's euch. Die sind gut. Wir kriegen jetzt mal noch eine Potion hier. So. Dann haben wir eigentlich genug. Wieder so ein Flugvieh. Aber dadurch... Steigert sich natürlich. Der ist auch schon weg. Dadurch steigert sich natürlich
Unser Pokédex, wollte ich gerade sagen. Wie heißt das? Monstarium. Das Ding, wo wir alle unsere Dinger sammeln. So, Monsterchens. Wenigstens mal. Oh, wir haben einen roten Igel. Wir hatten schon mal einen blauen. Mach mal schwarz, mach ich ruhig. Was ist denn bitte weinen? Mach mal weinen. Ich will wissen, was das ist. Der ist eh davon noch nicht gestorben. Oh, der muss mal wieder geheilt werden. Oh, jetzt weint sie. Abwehr geht dadurch runter. Ist ja interessant. Und die sind dann irgendwie auch so komisch drauf. Die Viecher. Kannst du mal dich selber irgendwie heilen? Sehr schön. Die Kinderchen sollen ja bei uns auch was lernen, also müssen wir ja mit denen kämpfen. Wir müssen jetzt erstmal von Cecil so ein bisschen bekitscht werden. Ist das nicht schön? Gar nicht, wo ich hier rumrenne. Hier, das sieht doch auch schon wieder aus wie so ein Schokobowald oder so. Vielleicht finden wir da ja wieder einen. Mach sie fertig. Mit Feuer. Immer drauf. Die Palum könnte auch mal wieder geheilt werden. So. Stein gelernt. Und von 14 auf 15. Also wir leveln hier ab ohne Ende und stumm. Was die jetzt alles können schon. So, komm, sag mir, dass es ein Schokobowald ist. Jawohl. Jetzt hätte ich es nicht gefunden. Na, 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 na. Hallo. Mich nicht wundern, wenn hier auch nochmal wieder jemand ist. Da ist zum Beispiel der weiße Schokobo. Der heilt uns wieder. MP regeneriert. Finde ich immer voll toll, dass der weiße Schokobo das kann. Dann könnten wir hier auch... Nee, wir haben ja noch genug von dem Zeug. Wo sind denn die? Wo sind sie denn? Ach so, haben wir das nicht mehr? Wo ist denn hier dieses Gisa-Kraut? Da ist es doch. Da ist der fette Schokobo. Wie kann ich helfen? Eigentlich gar nicht, aber 18% vollständig immerhin. Das wollte ich nur wissen. Wir nehmen uns den Schokobo hier. Ich finde es irgendwie doof, dass der... Das war der Hase ist hier irgendwie gerade nicht. Ich finde, dass der Hase hier irgendwie mal ist. Oh, da ist wieder ein Weg. Ich weiß gar nicht, wo es jetzt hier lang geht. Aber wenigstens müssen wir hier nicht wie die Doofen die ganze Zeit rumlaufen. Da geht's eh nicht weiter. Ist die Insel zu Ende? Okay. Ich glaube, wir müssen zu diesem sandigen Weg, weil das ist das Einzige, was hier irgendwie gerade Sinn macht. Diese süße Musik. Chocobo-Feeling. Tja. Der kann hier auch... So, hier ist nur Wald. Ich dachte gerade, der kann hier über Gebirge rennen. Dann gehe ich mal weiter hier nach rechts. War hier oben rechts auch was? Da? Mach mal kurz aus, damit man es besser erkennen kann. War hier noch was? Ne, oder? Da? Ist da unten noch was? Kommen wir aber nicht hin, ne? Wo ist denn jetzt dieser komische Sandweg? Ist doof? Manno! Sandweg, wo bist du? Hä?
Gerade eben hatte ich ihn noch. Ja, ich suche den mal und dann würde ich sagen, geht's da an der Stelle weiter bei Final Fantasy 4. Wenn ich mit meinem Chocobo rumlaufe und das wieder suche. Das ist irgendwie, hätte ich da einfach mal bleiben sollen. Das wäre wahrscheinlich klüger gewesen. Das, was ich hier mache. Da ist er doch. Klasse, ich habe ihn gefunden. Wir sehen uns. Bis dann.